Bitcoin tradet bei 42.943 US-Dollar. Wir haben genau an unserem wichtigen Support, was ich euch gestern analysiert habe, bei 40.700 US-Dollar Support reinbekommen. Einen schönen Bounce, deshalb habe ich meine Positionen vergrößert. Ich habe auch eine neue Position aufgemacht, wie du hier unten ganz gut sehen kannst. Dieses mit 7.000 Dollar schon wieder im Profit. Was jetzt heute wichtig wird und vor allem müssen wir uns heute einem Thema widmen und zwar unserem Bitcoin Spot ETF. Da geht es nämlich jetzt richtig zur Sache. Wir gehen in die finale und heiße Phase. Was das Ganze auf sich hat, das erfährst du in diesem Video. Deshalb starten wir direkt rein nach dem Intro. Let's go! Gut, dann würde ich sagen, starten wir rein. Erstmal mit dem 4-Stunden-Chart, Freunde. Ja, und was ihr ganz gut sehen kann, erstmal, Leute, herzlichen Glückwunsch, wer hier unten auf mich gehört hat bei den 40.700 US-Dollar. Schaut sich an. Wir haben uns diesen wichtigen Support schon die ganze Zeit hier eingezeichnet. Genau hier unten sind wir gestern reingekommen, haben dann hier einen wunderschönen doppelten Boden dann nochmal geformt. Auch bei Ethereum war das der Fall, was wir uns heute auch nochmal in diesem Video ganz genau anschauen werden. Und was ist dann passiert? Ja, wir sind sehr, sehr stark dann hier seit gestern Abend nach oben gestiegen. Das war wieder eine Bewegung von 3.000 US-Dollar. 7,24%, das sind 72% aufs eingesetzte Kapital mit einem 10er-Hebel. Und deshalb ist es einfach so wichtig, Leute, dass ihr jedes Video hier anschaut. Es geht immer 15 bis 20 Minuten, ja, damit du hier einfach genau diese Möglichkeiten nicht mehr verpasst, weil diese Volatilität, die wollen wir und die brauchen wir bei Bitcoin für uns als Trader. Wie du jetzt ganz gut sehen kannst, ist es jetzt so, dass wir hier auf dem 4-Stunden-Chart jetzt einen großen, großen doppelten Boden jetzt hier reinbekommen könnten. Problem bei dieser ganzen Geschichte, was wir jetzt erstmal kurzfristig noch haben, ist dieser mögliche Widerstand bei 43.272 US-Dollar. Das ist nämlich genau einmal dieses Hoch hier gewesen. Und du siehst das ja auch nochmal ganz gut. Wir sind genau hier oben reingelaufen und wurden jetzt erstmal wieder etwas abgelehnt. Wir haben unter uns jetzt hier eine Vektorkerze geformt. Das ist jetzt nicht ultra gut, ja, muss man auch dazu sagen, weil hier sehr viele Long-Positionen dann in der Nacht in der Asia-Session aufgemacht worden sind. Aber eins vorneweg, wir haben alle EMAs wieder unter uns. Und das, Freunde, ist ein absolut bullisches Anzeichen dafür, dass Bitcoin die nächste Bewegung weiterhin nach oben hin durchmacht. Und wir kommen jetzt genau in die Phase rein, wovor ich euch schon vor Wochen einmal getriggert habe und euch gesagt habe, denn es ist jetzt nicht mehr viel Zeit bis zu unserem Spot ETF. Das sind jetzt noch mögliche knappe 14 bzw. 13 Handelstage im traditionellen Markt und dann haben wir schon den 10.01. Dann kommt Weihnachten und so weiter und so fort. Also ich gehe stark davon aus, dass Bitcoin jetzt in den nächsten 2-3 Wochen sehr, sehr volatil werden kann und deshalb passt da auf jeden Fall auf und plant eure Positionen richtig. Ja, genau nämlich sowas hier. Das sind wieder die neuen Einstiege. Das sind genau wieder die neuen Long-Positionen, die wir mitnehmen können. Gerne mal unten reinschreiben in die Kommentare, ob du diese Position hier mitnehmen konntest auf dem 4-Stunden-Chart oder auch auf den kleineren Zeiteinheiten. Dann schauen wir uns noch kurz einmal hier unseren MACD an und schaut euch an. Wir kriegen genau hier jetzt erstmal unseren wunderschönen doppelten Boden rein. Also auch das hat wunderbar geklappt. Wir kriegen jetzt hier ein bullisches Cross rein mit positiven Momentum an der Stelle. Das ist jetzt ein sehr, sehr gutes Zeichen. Erstmal vor allem jetzt auf dem 4-Stunden-Chart. Und wenn man sich das Volumen anschaut, ist es auch ganz okay. Warum? Ganz einfach, weil die letzten 4 Stunden, also die letzten 3-4 Stunden Kerzen, so ist es richtiger, komplett nur Kaufvolumen waren. Da ist nichts reingekommen. Also absolut wirklich kaum Verkaufsvolumen, kaum Verkaufsdruck. Das heißt, wir haben hier wirklich sehr, sehr starkes Kaufinteresse gesehen. Und unser RSI ist immer noch bei 60 Punkte. Also nach oben über den überkauften Bereich haben wir auf jeden Fall noch massiv Luft an dieser Stelle. Das sieht man hier auch nochmal ganz schön. Das heißt, wir sind jetzt gerade bei 60 Punkte. Immer wenn wir hier oben reingehen in diesen Bereich, sind wir in den überkauften Bereich. Das bedeutet, wenn sowas passiert, können wir davon ausgehen, dass wir nochmal eine Korrektur sind. Sowas ähnliches, wie wir dann auch hier gesehen haben. Und dasselbe auch hier unten. Das bedeutet, wenn wir in den überverkauften Bereich gehen, bei unserem RSI ist es immer so, dass wir dann gutes Potenzial haben, wieder nach oben hin anzusteigen. Und genau das ist auch hier wieder passiert. Also die Indikatoren weiterhin sehr, sehr, sehr bullisch. Wir haben unsere Korrektur jetzt hier erstmal wieder gesehen. Das war nämlich diese Bewegung von knapp 3.000 US-Dollar. Und ich habe euch ja dann gestern auch nochmal gesagt, solange dieser 40.700 Dollar Support hält, gibt es für uns keine Sorge. Ja? Es wird erst brenzlig, wenn wir hier wirklich nach
nachhaltig nochmal unter diese 40.700 Dollar fallen, weil dann werden wir höchstwahrscheinlich nochmal auf die 39,6 gefallen hier unten rein, um diese Vektorkerzen hier abzuholen. Für diejenigen, die nicht wissen oder hier zum Beispiel neu auf dem Kanal sind, lasst auf jeden Fall gerne mal ein Abo da, damit du genau diese wichtigen Trades jetzt hier nicht mehr verpasst, weil wir wollen natürlich auf dieser Volatilität das Ganze für uns positiv nutzen. Deshalb, wenn du Bock drauf hast, gerne abonnieren und dann auch natürlich die Glocke aktivieren. Von Montag bis Sonntag bekommst du hier immer ein Update-Video, damit du hier perfekt in den Tag reinstarten kannst und diese Volatilität hier massiv nutzen kannst für dich. Ja? Und genau das werden wir jetzt dementsprechend auch tun. Wir schauen uns nämlich jetzt auch nochmal den VRVP an und voilà, wir sind genau hier oben wieder reingegangen und sind genau hier oben erstmal wieder in den größeren Volumen-Support reingelaufen. Das war an dieser Stelle erstmal größerer Support, ist jetzt für uns natürlich erstmal Widerstand, weil wir hier unten noch drunter sind. Das heißt, wir müssen es eigentlich so schnell es geht am heutigen Tag oder im Laufe der Woche Richtung 44.000 US-Dollar wieder schaffen und mein Preisziel ist ja immer noch 48.000 bis 50.000 US-Dollar hier oben. Und wenn man sich das so anschaut, was Bitcoin im Moment hier macht, sieht das wirklich sehr, sehr stark aus und sehr stabil aus. Wir haben unter uns massiv viel Volumen akkumuliert in dieser Phase. Das heißt, auch wenn wir jetzt nochmal runterfallen sollten, gehe ich stark davon aus, dass wir aller spätestens bei unseren wichtigen EMAs wieder Support reinkriegen. Und das ist im Moment hier unten bei knapp 42.100 US-Dollar. Spätestens hier erwarte ich bei Bitcoin, dass wir hier wirklich einen sehr, sehr starken Bounce an dieser Stelle erstmal reinbekommen werden. Jetzt schauen wir uns nämlich dann auch nochmal den Tageschart an, weil auf dem Tageschart wird die Sache halt interessant, Freunde, und schaut es euch an. Das brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. Das können wir hier mal wegmachen. So, das brauchen wir auch nicht. Ja. Also kleine Information, wer es noch nicht wusste, ihr könnt hier eure Sichtbarkeit ändern, damit eure Linien nur auf gewissen Zeiteinheiten angezeigt werden. Also ist auch ganz cool. Jetzt gehen wir hier rein und zwar schaut es euch an, wir haben gestern keinen Daily Close unter den 20er EMA gekriegt. Und das war wichtig. Das war genau wichtig, Freunde. Wir haben hier drei Tage perfekt hier drauf Support gefunden. Dann hier der vierte Tag Support, fünfter Tag Support. Wir sind kurz runtergewickt. Wir kriegen hier auf dem Tageschart jetzt sogar einen doppelten Boden rein. Bedeutet, wenn wir auf dem Tageschart einen Close über 43.000 Dollar bekommen, werden wir ein neues Jahreshoch machen. Ja, das kann ich euch auf jeden Fall hier schon mal sagen. Und auf dem Tageschart sieht das weiterhin absolut gut aus. Ich habe euch immer wieder gesagt, ich bin auf dem Tageschart weiterhin bullish. Kurzfristig gesehen, weil wir ja Daytrader sind, weil sich dieser Kanal jetzt sich mit dem Daytrading befasst, ja, und ich euch so gut es geht die besten Möglichkeiten dann hier mitgeben will, ist es dann einfach so, dass wir auf den kleineren Zeiteinheiten durchaus mal Korrekturphasen reinbekommen von 3.000 Dollar, wie zum Beispiel auf dem 4-Stunden-Chart oder auch auf dem 15-Minuten-Chart, was wir uns gleich nochmal anschauen. Aber langfristig gesehen bin ich weiterhin immer noch bullish eingestellt, ja, solange wir einfach hier diesen wunderschönen Support halten und das hat wunderbar funktioniert. Und wenn man sich das jetzt anschaut, sind wir auf dem allerbesten Weg Richtung 48.000 bis 50.000 US-Dollar zu gehen. Was ich ja auch gesagt habe, dass das noch die Prognose ist bis Ende des Jahres 48.000 bis 50.000. Also fingers crossed, dass er das noch schafft. Das sind nämlich jetzt hier noch knapp 11 Tage, dann ist nämlich schon wieder das neue Jahr angebrochen. Aber ich gehe stark davon aus, dass Bitcoin das durchaus hier schaffen wird. Dann gehen wir noch rein und zwar wichtige Informationen, Leute. Und jetzt haltet euch fest. Weshalb ich ja davon ausgehe, dass am 10.01. unser Spot ETF genehmigt wird, ist natürlich folgendermaßen erstmal das, dass der ARK Invest hier seine absolut letzte Deadline hat. Okay? Das bedeutet, der ARK Invest Spot ETF hat genau am 10.01. seine absolut letzte Deadline. Das heißt, da muss die SEC entscheiden, machen wir den Spot ETF oder machen wir ihn grundsätzlich nicht. Okay. Was jetzt allerdings sehr, sehr spannend ist und interessant ist, ist nämlich folgendes. Die SEC und die Antragsteller, sei es von BlackRock als auch vom ARK Invest, haben in den letzten paar Tagen und Wochen sehr, sehr viele Meetings gehabt, wo es um diesen Spot ETF ging. Und jetzt Achtung und aufpassen, weil jetzt wird die Sache nämlich richtig spannend und jetzt kommt der letzte Stein ins Rollen, Freunde. Wenn wir uns nämlich jetzt hier mal was anschauen, ist es nämlich jetzt so, dass wir, und jetzt hier brandaktuelle News, das ist vom 18. Dezember, wieder ein Update
Update gesehen haben. Und komischerweise war das knappe 4-5 Tage nach dem Meeting mit der SEC. Und jetzt auf einmal kommen sehr viele neue Anträge rein, wo diese Antragsteller von dem Spot ETF, Sykes von ARK Invest, wir schauen uns das gleich nochmal dann im Detail an, ARK Invest, BlackRock und so weiter, die ihren Spot ETF-Antrag aktualisiert haben, um den Ansprüchen der SEC gerecht zu werden. Das heißt, du siehst hier einmal unseren Bitcoin Trust ETF, ja, von Wisdom Tree. Einmal hier unser Bitcoin Aktualisierung. Dann gehen wir rein, haben hier das gleiche einmal hier für unseren Bitcoin Trust von BlackRock. Also auch hier wurde eine Aktualisierung eingereicht und zwar auch am 18. Dezember. Dann haben wir unseren ARK 21 Share Bitcoin ETF. Auch dieser wurde gestern am 18. Dezember der Antrag aktualisiert. Also Leute, das ist zu, jetzt sind wir nicht bei 90%, sondern wir sind jetzt bei 99%, dass der Spot ETF kommen wird. Diese Anträge wurden komplett angepasst nach diesen wichtigen Meetings, die die SEC mit den Antragstellern gehabt hat. Und ja, jetzt ist es eigentlich nur noch, in Anführungszeichen, eine Formsache meiner Meinung nach, bis das Ding kommt. Und genau deshalb habe ich mich dann gestern auch wieder positioniert in meinen Positionen. Deshalb habe ich gestern nochmal 30.000 US-Dollar bei meinem Bitcoin-Trade hier nachgelegt. Deshalb habe ich gestern 150.000 US-Dollar Trade bei Ethereum auch nochmal hier an dieser Stelle aufgemacht, was du hier auch nochmal ganz gut sehen kannst. Ja, also das bedeutet, wenn wir hier nochmal reingehen, zack, siehst du hier, das ist jetzt hier meine Long-Position, meine neue bei Ethereum, weil ich hier wunderschön den doppelten Boden hier mitgenommen habe. Das heißt, ich bereite mich mit diesen Positionen absolut auf den 10.01. vor für die absolute Deadline und diese Positionen bleiben weiterhin offen. Das ist für dich jetzt hier auch volle Transparenz. Es gibt für mich nichts zu verheimlichen. Das heißt, das, was ich hier analysiere auf diesem Kanal, das trade ich auch. Ich habe euch auch gesagt, wenn wir wieder nach unten fallen, werde ich meine Position vergrößern. Das habe ich gemacht. Das habe ich euch auch gestern in Telegram reingepostet. Deshalb gerne da mal reinschauen. Da sind 15.000 Member drin. Ist komplett kostenlos. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Und da habe ich euch das hier reingepostet. Habe meine Position 30.000 Dollar nachgelegt. Das war gestern um 11.37 Uhr und hier war das Update dazu. Das heißt, ja, ich habe nichts vor euch zu verheimlichen. Jetzt gehen wir aber rein Richtung 15-Minuten-Chart, weil da wird es natürlich jetzt interessant werden für euch Daytrader. Wo kann man neue Positionen aufmachen? Let's go! So, also wir sind auf den 15-Minuten-Chart und wie du ganz gut sehen kannst, ja, ist es genau auch hier nochmal 40.700 US-Dollar. Hier unten sind wir genau reingekommen und genau in diesem Bereich habe ich nachgekauft für meine Bitcoin Position. Warum habe ich das gemacht? Weil ich meinem Tradingplan treu bleibe. Ich habe vor ein paar Tagen euch schon gesagt, bei 40.700 Dollar werde ich nochmal nachlegen und nachkaufen und genau das habe ich dann hier auch getan und wir sind dann hier wunderschön nach oben gestiegen. Sieht wirklich sehr, sehr, sehr stark aus, sieht sehr stabil aus. Dann hier nochmal in der Nacht um 21.45 Uhr nochmal sehr, sehr, sehr gut zugelegt und vor allem, wir haben dieses Hoch rausgenommen und wir haben dieses Hoch rausgenommen. Jetzt wird es natürlich interessant für den heutigen Tag. Was können wir für den heutigen Tag erwarten? Zum einen erstmal wichtig, dass dieser wichtige Support hält. Das ist jetzt hier für den heutigen Tag sehr, sehr, sehr spannend. Das sind die 42.694 Dollar. Das ist nämlich genau dieses Hoch gewesen am 16. Dezember. Das war ein Samstag. Und schaut euch mal an, was hier nämlich ganz gut liegt und zusammenpasst. Unser Daily Open liegt hier, unser M3 liegt hier und unser 50er EMA liegt auch hier. Das heißt, wir haben genau an dieser Stelle wieder eine Supportbox, eine Supportzone mit sehr vielen wichtigen Supportleveln. Einmal unser Daily Open bei 42.657 Dollar, unser 50er EMA, der jetzt hier bis spätestens, ja, sagen wir mal 9 Uhr oder ja 9.30 Uhr hier hochwandert Richtung M3 Level und Daily Open, wenn wir uns jetzt hier oben halten werden. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass wenn wir hier runterkommen sollten, dass wir hier wieder einen schönen Bounce reinkriegen werden. Problem bei dieser ganzen Geschichte, was wir jetzt hier erstmal haben, ist natürlich über uns
Und zwar haben wir hier jetzt eine Widerstandszone reinbekommen. Wir hatten hier nochmal eine starke, große Vektorkerze. Was haben wir gemacht im Moment? Schaut sich an, Leute. Nichts anderes als mal wieder, wer hätte es gedacht, genau diese Vektorkerze auf den Cent hier abzuholen. Und dann kriegen wir wieder Support rein. Also auch das passiert und klappt hier wirklich wunderbar, muss man sagen. Also da wird die Sache jetzt sehr spannend werden. Ja, das bedeutet, wir werden hier auf jeden Fall, wenn wir hier unten reinkommen, einen schönen Bounce sehen. Meiner Meinung nach. Dann haben wir unser Psi-High, Psi-Low, alles unter uns, Pivot Point unter uns, 100er EMA, 200er, 800er komplett unter uns. Also das sieht an dieser Stelle wirklich sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Und auf den großen Zeiteinheiten natürlich dann die Möglichkeit, dass wir hier nach oben hin ausbrechen, unser großes W ausformen und dann Richtung neues Jahreshoch marschieren werden, okay? Also bedeutet, wo würde ich jetzt neu einsteigen für die Long-Position? Stand jetzt erstmal keine neue Möglichkeiten. Der perfekte Einstieg war hier unten gewesen bei den 40.700, was ich euch dann gestern und vorgestern auch analysiert habe. Deshalb gerne Abo dalassen, nicht vergessen. Und dann ist es jetzt so, wenn wir das jetzt hier nicht halten können, und wir bei Bitcoin doch nochmal runterfallen, um diese Vektorkerzen hier auf der linken Seite abzuholen, dann ist das die Möglichkeit, um hier unten nochmal neue Long-Positionen zu eröffnen, wenn wir ein bullisches Reversal reinbekommen. Keine Finanzberatung an der Stelle, ja. Aber darauf würde ich mich dann einfach jetzt hier mal konzentrieren. Das bedeutet, wenn wir jetzt es schaffen, ja, hier nochmal doch nach unten zu kommen, um diese Vektorkerzen nämlich abzuholen, weil hier sehr, sehr viele Leute long gegangen sind, dann würde ich hier schauen, dass ich hier unten perfekt einen schönen doppelten Boden erkenne und sich ein schöner doppelten Boden formt. Und wenn das passiert, kannst du an dieser Stelle dann hier long gehen mit knappem Stop-Loss dann unter das jeweilige Tief. Maximal so 5% an Stop-Loss riskieren und dann hast du zumindest mal wieder die Möglichkeit, das Ganze hier mitzunehmen Richtung Daily Open. Und dann siehst du es auch, ja, wären dann knappe 2,29%. Es wären schon wieder 22% und eine 1000-Dollar-Bewegung. Also die Volatilität ist auf jeden Fall wieder da und wir brauchen das natürlich auch, und deshalb ist es einfach so wichtig, dass du jedes Video schaust, ne? Und jetzt schauen wir uns nämlich eins noch an, nämlich Ethereum. Warum habe ich gestern hier einen Trade eröffnet? Und das können wir uns nämlich jetzt hier auf den 15-Minuten-Chart ganz genau im Detail anschauen. Und zwar ist es nämlich deshalb so gewesen, dass ich hier unten wunderschön auf dieses W gewartet habe. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich war dann sogar ein bisschen konservativer unterwegs. Ich habe dann erst die Position nach dieser Vektorkerze hier eröffnet, weil ich gesehen habe, wir pushen jetzt hier rein und es kommt gerade gutes Kaufinteresse hier rein. Und wir haben dann hier wirklich den wunderschönen doppelten Boden an der Stelle geformt. Und seitdem ist dann hier auch Bitcoin nach dem zweiten Tief, was wir hier gesehen haben, Ethereum, um knapp 5,8% angestiegen mit einem 10er Hebel 58% aufs eingesetzte Kapital. Also das hat sich hier auf jeden Fall schon mal rentiert. Diesen Trade werde ich auch weiterhin jetzt erstmal offen halten, weil das mein neuer Einstieg war für die Möglichkeit, wenn der Spot ETF nämlich gelistet wird und kommt, ja, das zieht natürlich auch die Altcoins mit. Das hat positiven Einfluss auf Bitcoin, das hat positiven Einfluss auf Ethereum und natürlich auch auf unsere gesamten Altcoins. Also da wird die Sache jetzt hier für Ethereum heute interessant. Wenn wir nämlich hier dieses Hoch rausnehmen, das ist unser Tageshoch, dann ist das nächste Preisziel M4. Dann kann es bei Ethereum sogar heute nochmal auf knapp 2275 Dollar nach oben gehen. Also das wäre an dieser Stelle überhaupt gar kein Problem. Also das auch nochmal zu Ethereum. Dann gehen wir rein, schauen uns noch die Liquidität an, wie es da im Moment aussieht. Und du siehst, wir hatten gestern hier mal so einen kleinen Liquiditätspool hier reingekriegt mit 600 Bitcoin, by the way. Ja, diese 600 Bitcoin wurden dann auch hier abgeholt, also richtig krass. Müssen das dann hier auch nochmal auf den kleineren Zeiteinheiten anschauen. Wenn man sich das nämlich dann mal hier anschaut, die wurden nicht abgeholt, sorry, auf dem 4-Stunden-Chart sah es so aus, aber hier schaut sich an, da wurden einfach mal kurz 1200 Bitcoin hier reingelegt und hier unten drunter 364 auch nochmal dazu. Also wir reden hier von knapp 1600 Bitcoin, die hier mal kurz reingekommen sind. Ja, aber das war Spoofing. Was bedeutet Spoofing? Spoofing bedeutet, das sind Fake Orders, um den Kurs wieder in diese Richtung nach oben zu drücken. Und was wurde gemacht? Was wurde passiert? Genau das ist dann passiert. Wir sind genau hier oben rein auf die 41,7 und wurden dann erstmal wieder ein bisschen abverkauft, bevor es dann hier wieder weiter nach oben hindurch ging. Also das bedeutet im Moment Liquidität weiterhin immer noch sehr, sehr, sehr viel unter uns gewesen. Ja, wenn man sich das anschaut, es
war nämlich dieser ganze Liquiditätsblock, den du hier siehst. Dieser hat sich jetzt ein bisschen aufgelöst. Das bedeutet, hier ist jetzt nicht mehr so viel, hier auch nicht mehr, hier auch nicht mehr. Das heißt, die Leute, die nachkaufen wollten, haben hier nachgekauft und über uns ganz klar immer noch bei 45.000 liegen 364 Stück. Auch hier über uns liegt jetzt so eine kleine Liquiditätsorderblock, ja, 154 Coins bei 43,8, 108 Coins bei 43,850 und dann nochmal 66 Coins bei 43,900. Also im Abstand von 50 Dollar liegt hier doch ja, wieder knappe 300 Bitcoin rum, die darauf warten, hier erstmal wieder neu in den Markt reinzukommen. Also das heißt, die Liquidität ist auch auf jeden Fall am Start. Wir haben am Donnerstag und deshalb melde dich da gerne an. Das ist für unsere Community immer kostenlos, für unsere YouTube-Subscriber komplett kostenlos. Das heißt, wenn du hier neu auf dem Kanal sein solltest, gerne abonnieren und dann dich hier kostenlos eintragen. Am Donnerstag 19 Uhr haben wir wieder unser Special Webinar. Das heißt, darum geht es hier nämlich um, welche Trading-Arten nutzen denn überhaupt die Profis? Da geht es speziell nochmal um das Thema Vector-Candle-Trading und Volumen. Ja, das heißt, diese ganzen unterschiedlichen Farben, dieser Indikator, den du hier siehst mit den verschiedenen Leveln und so weiter und so fort, das wird hier an diesem Donnerstag besprochen. Deshalb, wenn du da Bock drauf hast, melde dich an. Ist wie gesagt komplett kostenlos. Link findest du unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Ist immer sehr, sehr gut besucht. Das heißt, wer zuerst drin ist, der ist dann halt mit dabei. Wir haben nur eine geringe Anzahl an Plätzen. Deshalb gerne anmelden und das soll es fürs Video gewesen sein. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass gerne mal auf jeden Fall ein Like da. Und dann bin ich gespannt, was deine Meinung ist unten in den Kommentaren, speziell natürlich zu diesen Aktualisierungen von unseren Spot-ETF. In diesem Sinne, Freunde, es wird richtig, richtig wild werden. Verpasse kein Video mehr. Hau rein, bis dann, dein Basti. Ciao, ciao.